Ungleiches Derby in Illertissen. Der heimische FVI in Blau ist derzeit zweifellos die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Bayern. Seit 7 Spielen ungeschlagen, zuletzt 4 Siege am Stück. Logische Folge die frühzeitige Verlängerung von Coach Marco Konrad in dieser Woche. Die Formkurve des FC Memmingen verläuft dagegen komplett unterschiedlich. Seit 6 Partien warten die Allgäuer nun schon auf einen Dreier. Diese Serie soll nun möglichst ausgerechnet im Derby reißen. Allerdings mussten die nur 450 Zuschauer mehr als 20 Minuten bis zur ersten nennenswerten Gelegenheit warten. Gabriel Galinec braucht da eigentlich etwas zu lange, bringt die Kugel dann aber doch noch zu Matthias Moser und der scheitert an Felix Thiel. Illertissen in der Anfangsphase zwar mit mehr Ballbesitz, die gefährlicheren Aktionen hatten aber die Gäste. Pascal Meyer tankt sich da stark durch und am langen Pfosten musste er zuletzt gegen Eichstätt schon extrem auffällige Oktay Leyla nur noch einschieben. In der 24. Minute die nicht unverdiente Führung für den FCM. Die Hausherren fanden gegen die dicht gestaffelte gegnerische Defensive nahezu kein Durchkommen. Memmingen sorgte bei seinen wenigen Offensivszenen dagegen immer für Wirbel, wie hier Martin Dausch kurz vor der Pause. Quasi direkt im Gegenzug, dann aber Illertissen plötzlich wieder zurück im Spiel und natürlich, muss man schon fast sagen, dank Semir Telalovic. Der Goalgetter setzt sich energisch durch und netzt dann ganz abgezockt ein zum 1:1. 14. Saisontor für die Lebensversicherung des FVI. Der Ausgleich in der 44. Minute, auch der Halbzeitstand, nach dem Seitenwechsel dann aber wieder die Gäste mit dem besseren Start. Der Kopfball von Lars Gindorf trudelt um Zentimeter am Pfosten vorbei. Die Gastgeber taten sich in der Folge weiter extrem schwer in einem zunehmend hitziger werdenden Derby. Bezeichnend diese Aktion an der Auslinie, Nico Fundl tritt nach und sieht dafür die rote Karte. Memmingen somit in der Schlussphase mit einem Mann weniger auf dem Platz und das wollte Illertissen natürlich ausnutzen. Doch sowohl der Freistoß von Leif Esteves Fernandes als auch der Versuch von Daniel Dewein verfehlen ihr Ziel. Und so bekommen die Gäste nochmal die Chance zum Lucky Punch, Dausch mit dem Freistoß und Fabio Maiolo mit dem beinahe Eigentor in der letzten Sekunde. Das war's dann aber, wie schon beim 2:2 im Hinspiel trennen sich Illertissen und Memmingen mit einem Unentschieden, mit dem der FC angesichts der Umstände wohl etwas besser leben kann. Insgesamt sind wir natürlich jetzt zufrieden mit dem Punkt. Ja, Derby hin, Derby her. Es war klar, dass es ein schweres Spiel war bei dem Lauf von Illertissen, aber ich finde, wir haben es gut gemacht. Eigentlich können wir 2-0 führen, bevor wir es 1-1 kriegen mit dem Halbzeitpfiff. Dann schaut es vielleicht anders aus. Klar, Illertissen hat auch mehr vom Spiel gehabt, mehr am Ball. Aber die klareren Chancen haben wir gehabt. 90. haben sie nochmal eins gehabt, aber wir auch. Schier ein Eigentor. Also ich sage insgesamt auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden, auch durch das, dass wir die letzten 10 Minuten noch zu 10 gespielt haben. Ja, ein sehr umkämpftes Derby ohne Sieger. War kein schönes Spiel. Also Fußballleckerbissen war das nicht. Waren etwas unsauber, vor allem im letzten Drittel. Und insofern nehmen wir den Punkt heute mit und müssen auch mal mit einem Punkt leben. Es ist natürlich die Enttäuschung da, weil jeder Spieler auch das Derby gern gewonnen hätte. Aber am Ende des Tages müssen wir dann auch ehrlich sein und müssen sagen, dass wir heute nur einen Punkt verdient haben. Zumindest hält der FVI seine beeindruckende Serie weiter aufrecht und verteidigt Platz 3. Auf der anderen Seite bleibt auch Memmingens Durststrecke weiter bestehen. Allerdings sollte diese dann am Dienstag zu Hause gegen den punktgleichen SV Heimstetten unbedingt beendet werden.